Willkommen zurück zur weiteren laufenden Aufnahme und zur neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2013. Ich trinke gerade noch einen Schluck. Das hätte ich eigentlich in 10 Sekunden Pause machen können, aber warum auch immer habe ich das nicht getan. Keine Ahnung. Lecker Energy-Drink für die Stimme. Zuckersüß und prickelnd. So, wir parken mal den Mähdrescher wieder um. Wir haben 25.000, wollte ich mir holen. Für 26.000 wollte ich diese Nähmaschine, wollte ich gerade sagen. Die Sämaschine, so rum. Wir wollen was säen, nicht mähen. Guckt euch das mal an, wir haben 48% drin. In diesem diesem Anhänger. Und der hat Pi mal Daumen fast so viel Ladung drin, wie wir im gesamten Weizenlager drin haben. Also, wenn wir hier mit zwei Mähdreschern auf demselben Feld, der auf zwei Feldern arbeitet, wo was selber angepflanzt ist, dann kriegst du den vielleicht voll. So die Kleine und das Große zusammen, könnte ich noch. So, was machen wir jetzt? Erstmal die Ladung wegbringen, würde ich sagen. Dann eine Mission annehmen, wenn wieder eine kommt. Wir können die Kohle gebrauchen. Ist geil, oder? Mag ich. Ich freue mich schon, wenn der Anhänger eigentlich raus ist, den ich haben möchte. An die Bauern, Landwirte, Treckerfahrer unter euch. Hängt das hinten echt so tief runter? Also hier die Stäbsche? Die schwarzen? Weil ich bin der Meinung, der zieht. Kann natürlich auch sein, dass man den auf diesen Haken drauf tritt und dann geht die Luke hinten auf. Gehen die echt so tief? Ich muss mir im Internet mal diesen Anhänger angucken. Das Geile ist, das sind ja alles Lizenznachbauten. Dementsprechend kann man sich ja alles angucken, was davon ist denn wirklich so und was davon ist eigentlich nicht wirklich so. 14.180. Jo, wenn mal Gerste wieder günstig verkauft wird, dann, gekauft wird für uns. Was können wir noch anbauen? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal beide Felder voll mit Raps, schmeißen die auch auf Halde. Und wenn wir wieder in Geldnot kommen, aktuell haben wir ja nicht so das Problem mit Geldnot, aber ich wollte gleich mal wohin fahren und was gucken. Wir haben 25.000, ich sag mal, wir krabbeln aktuell bei dem Betrag so schön rum. Ist auch nicht störend, er wird eher mehr statt weniger, auch wenn wir mit drei Helfern arbeiten. Prinzipiell mit Uwe, Bob und Uwe Bob. Uwe der Bob, Entschuldigung. Ne? Uwe im einem Mähdrescher, Bob im anderen und Uwe der Bob hier im Träger. Was für ein Scheiß man doch labert, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. dann. Oh mein. Dann werden wir halt mal gucken. So. Ich wollte jetzt nämlich mal zur Bank. Weil ich denke mir mal, wir sind ja. Wie viele Eier haben wir eigentlich? 7. Okay, wer von euch war nicht produktiv? Wir haben. Stimmt, der Hahn. Der wird wahrscheinlich kein Ei gelegt haben. 4, 5, 6. Da, 7. Priscilla hat wieder das Ei versteckt. Na, wer von euch kennt das Huhn Priscilla? Ich bin gespannt. Siehst du, ich Priscilla das Huhn. Das ist ein Zeichentrickhuhn, mehr verrate ich euch nicht. Ein Zeichentrickhuhn namens Priscilla. Ich glaube, sie hieß Priscilla. Alter, weil ich will jetzt mal zur Bank. Denn ich wüsste gerne mal, wir haben auf Mittel gestartet, also haben wir einen Kredit von 100.000 noch am Laufen, der uns Kreditzinsen kostet. Und ich sag mal, aktuell kommen wir ja noch hin, bis auf die Sämaschinen, die können wir noch gebrauchen. Die müssten wir noch mal eine neue holen. Aber dann. Guck mal, ne? Freitag haben wir ein Plus von 1.000 gemacht, Samstag haben wir ein Minus von 5.000 gemacht, heute sind wir bei 10.000 plus. Warum? Weil wir hier ein Fahrzeug gekauft haben. Ansonsten
Läuft's. Würde ich mal eiskalt sagen. Bitte nicht schlagen dafür, aber ich würde gerne die Kreditzinsen kleiner machen. Wir sind bei 280. Ist nicht viel, ist aber pro Tag. Und würde gerne den Kredit verringern. Deswegen sage ich einmal 5000 Raum bei den Kredit rein. Das war es. Und hol uns jetzt einmal 5000 zurück. Dementsprechend ist es ja nicht das Problem. Welchen brauchen wir? Golfplatz. Da haben wir doch gerade gemäht. Sag mal, das wächst ja hier wie Heu. Ich habe vergessen, die Uhr zu stoppen. Naja, 20 plus 20 kann ich, glaube ich, noch rechnen. Wird schwer, aber ich müsste es noch hinkriegen. Ja, sie hat jetzt gemerkt, dass er nicht lustiges Teil. So, um für die Geschwindigkeiten mal ein kleines Lehrbeispiel zu geben. Es gibt drei Geschwindigkeiten. Das ist Geschwindigkeit 1 auf der Taste 1, Geschwindigkeit 2 auf Taste 2 und Geschwindigkeit 3 ist Vollspeed auf Taste 3. Einfach Taste 3 drücken, dann fährt er automatisch nach vorne. Ihr braucht bloß noch lenken und spart euch einen Finger. Ja, ist für faule Leute. Ich bin nun mal faul. So. Ja, jetzt haben wir 5000 Kredit abbezahlt und wir verdienen uns jetzt gleich wieder 5600. Summa summarum haben wir, hilft das echt geil weiter mit diesem Profi-Hopper. Ich wollte auch mal gucken wegen einem Ladewagen, aber eigentlich einfach wegen einer Seemaschine. Obwohl, die spart uns eigentlich nicht so viel ab. Wir hat zwar eine Möglichkeit, aber wir haben kein großes Feld. Ich sag mal, die zwei Felder, die wir aktuell haben, da kommen wir doch eigentlich noch mit der kleinen Amazone hin. Das dauert ein bisschen länger, ist richtig. Aber wir kommen doch aktuell noch hin mit der Seemaschine, ne? Da würde ich fast sagen, holen wir uns einen Ladewagen. Begründung. Dafür ist, wir holen uns keinen Ladewagen, weil die kosten irgendwas mit 90.000. Begründung wäre gewesen, da können wir Stroh aufsammeln. Stroh aufsammeln, ich wurde ja berichtigt, man kann Stroh mit einem Ladewagen aufsammeln, was einem bei den Kühen aber dann nicht hilft. Ha! Deswegen hatte ich irgendwie im Kopf, dass das nicht geht. Wir können ja Stroh mit dem Ladewagen dann aufsammeln und dann als Stroh verkaufen. Ist ein kleines Zubrot, nicht so viel. Jetzt zu der Sache, warum kann man Stroh nicht mit dem Ladewagen? Warum kann man das Ladewagenstroh nicht für den gebrauchen. Vielleicht erzähle ich jetzt auch wieder Bockmist. Haha, berichte ich mich, wenn es nicht stimmt. Man kann, also wenn man jetzt Kühe hat, wir haben sie gefüttert. Das Futter muss ja irgendwo wieder hin. Ja, es kommt zweimal wieder in den Maul zum Hund und wieder Coin, egal. Es kommt ja irgendwann hinten raus. Und wenn es hinten rauskommt, gibt es aktuell ganz normal, wenn man nichts macht, nur Gülle. Also Flüssigdünger. Man kann aber auch Mist produzieren. Mist braucht man aber, kann man nur machen, wenn man Stroh im Stall ausstreut. Ich habe noch nicht getestet, wie der gehen soll, weil da passt kein Fahrzeug rein. Aber dafür gibt es ein extra Stroh-Stall-Streugerät, wie auch immer man das nennen möchte. Das kann man aber nur mit Strohballen füttern. Da kann man nur Ballen oben reinschmeißen, das häckselt das klein und verteilt das dann im Stall. Das Prinzip ist nur noch ein bisschen wirr, aber egal. Aber ich glaube, Strohlose mit dem Ladewagen einfach reinkippen ist nicht. Also kann man Stroh, glaube ich, nicht so direkt ohne dieses Strohstreugerät, Strohstallstreugerät, nicht in den Stall streuen. Also bringt der Ladewagen nur was zum Stroh aufsammeln und verkaufen. Es sei denn, wie gesagt, aber so viel Geld gibt es dafür nicht. Ich weiß nicht, ob Ballen mehr Geld bringen. Wobei Ballen ja auch wieder so eine, ich finde es seltsam, irgendwas haut da nicht hin. Entweder ist es wirklich so, mein logisches Verständnis ist einfach dafür zu blöd. Es gibt ja einmal die Quaderballenmaschine und einmal die Rundballenmaschine. Ich habe mich beim LS11 immer für die Quaderballenmaschine entschieden, weil ich partout zu blöd war, die Rundballen aufzusammeln mit dieser Ballengabel vorne am Frontlader. Weil für die Quaderball gibt es eine extra Maschine, einen kleinen Anhänger, mit dem fährt man einfach ran. Habt ihr bestimmt noch im Tutorial gesehen.
Also wenn ihr das gespielt habt, der sammelt das automatisch. Fährst bloß ran, klatscht und im Prinzip, genau, wie im Prinzip wie der Anhänger, den ich bei dem 2011er Rückblick hatte. Das Teil. Nur halt im Modernen. Den gibt es ja auch, deswegen habe ich eigentlich immer für die Qualer entschieden, wenn denn überhaupt. Verkauf geht ja hier auch einfacher. Aber die Qualerballmaschine hat einen großen, großen Nachteil, finde ich. Man fährt jetzt hier rum und sammelt das Stroh auf. Ne? Dann sagt er 100%, Quader ist fertig. Kommt aber hinten nicht raus. Irgendwie sammelt der erstmal hinten, aufgrund der Produktion, weil das ja immer nachgestoßen wird, 4 oder 5 Ballen erst hinten, bevor hinten der erste rausfällt. Sprich, man hat immer 5 Ballen in der Quaderballmaschine hinten drin. Die kann man aber nicht ausleeren. Ich kann nicht sagen, drück auf Knopf und schmeiß die restlichen 4 jetzt bitte auch noch raus, bevor die in den Tank vergammeln. Rot, rot, 15. Sollte es zu knapp werden? Echt? Sollte man das diesmal echt nicht schaffen? Arschknapp mit der letzten Sekunde. Ja, weil ich hier rumgespielt habe mit den Geschwindigkeiten wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber egal, wir haben das Geld. Wir haben wieder 25.000 auf dem Konto. Ja, Wollatze. Klappt doch. Aber arschknapp, Leute. Jetzt wäre uns fast das Geld flöten gegangen. So, weil, was ich halt meinte, wäre... Was gibt's? Oh, wir haben ein Sonderangebot. Schade, dass wir schon eine Düngespritze haben. Ja, ich hab... dass die zu blöd ist. Die sind immer noch zu teuer. Oder habe ich die nicht? Nee. Stimmt, wir haben Düngersteuer gekauft, genau. Das ist Mist, das ist Gülle, das ist Rasenmähen, Schwader, Zeta, Ladewagen, Center, etc. Ladewagen, wie gesagt, der kleinste kostet 90.000. Können wir uns da ja nicht leisten. Das wäre hier die automatische Aufsammelmaschine für die Quaderballen. Ne, fährst du ran, sammelt das hoch, dreht sich, klappt das irgendwie dahin und dann wird das umgeklappt nach oben und blub. Werdet ihr sehen, wenn wir sie kaufen. Das Ding hier meine ich nämlich. Ne, hier, Einsteuerung von zugeführten Strohballen im Stall. Das ist Futtermischen. Wir mischen von Gras, Silage, Stroh. Welches Kühen als Kraftfutter für die, die im Forum rummeckern, falls ihr hier mal zuguckt, ne? Meint ihr nämlich einer, das heißt nicht Kraftfutter. Da steht Kraftfutter. Ich kann nicht gut lesen, aber das kriege ich noch hin. Wir hatten uns gestern den hier gekauft, den Staubsauger. Ich finde das Ding cool. Also ich habe mich jetzt nicht dafür entschieden. Das hat der liebe, nette Abonnent gemacht. So, was haben wir noch? Oh, guck mal, das Fass. 1500 Kilo. Also 1,5 Tonnen. Ist günstiger, aber will ich nicht. So, was haben wir noch im Angebot? Das sind die aktuellen Sonderangebote. Was bist du denn? Kartoffelroden, benötigt vorher Krautschneiden. Jetzt habe ich auch übrigens... Ah, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Wir haben ja jetzt hier erfahren, was wir erfahren wollten. Sämaschine wollten wir eigentlich... Deswegen bin ich eigentlich auch noch hergefahren. Und die Eier wollten wir eigentlich auch noch verkaufen. Rüben, Kipper, Puppe, Flügen, Sämaschine. 26, ich hoffe, die kommt bald ins Sonderangebot. Haben wir hier nicht. Schade. Gestern war nämlich irgendwie auf dem Server, auf dem Multiplayer, stand hier so ganz viele Luftballons dran mit Sale, Ausverkauf. Ich habe gedacht, das ist jetzt wegen der Sonderangebote, aber leider nicht. Was wollte ich jetzt, ich habe es vergessen, sagen tun wollen haben. Ja. Säen? Nein. Kubbern? Nein. Ach ja, das Kraut. Kraut. Blub, blub, blub. Zack. Eier verkaufen. Blang. Und zwar war ja bei... Nee, dann doch. Hier steht ja Wachstum, ne? Gelbphasen, je nachdem, es fällt wachsen. Erntereif in 3 verschiedenen grünen Tönen und noch einmal erntereif Kraut entfernen. Felder bekommen diese Markierung nur dann, wenn Zuckerrüben oder Kartoffeln drauf sind. Weil
Felder mit der Markierung heißt, man muss vorher mit einem Gerät rüber, um das Kraut zu entfernen, also die Pflanzenreste, die außerhalb der Erde sind, und dann mit einer Zweitmaschine ins Erdreich reinbuddeln, um die Kartoffeln und die Zuckerrüben rauszuholen. Das heißt erntereif Kraut entfernen. Gilt. Hierfür. Das Ding, ich habe es glaube ich schon mal erklärt, ich mache es trotzdem nochmal. Das Ding vorne an den Trecker ran. Das entfernt das Kraut. Das heißt, oben das grüne Gezüchsel ist weg. Das Ding hinten an den Trecker ran. Oder an ein zweites Gerät. Kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Und das klebt sich in die Erde rein, in diese kleinen Pyramiden, die stumpfen Pyramiden, die man hier macht beim Kartoffelsäen. Kartoffeln pflanzen, die werden gepflanzt, nicht gesät. Buddelt sich rein und dreht das halt übers Förderband, hier übers Förderband weg, macht das sauber, hier rein, bla, Becken sammeln. Der macht alles zusammen. Vorne Kraut entfernen und dahinter runterschlucken, verarbeiten. Und das gleiche gilt auch für die Rüben. Der macht genau das gleiche Spiel, ne, die zwei Geräte. Man braucht beide. Wenn man also den nicht kaufen will, muss man trotzdem das beides kaufen. Und eine passende Sämaschine, die natürlich auch Rüben anpflanzt. Habe ich jetzt... Wie gesagt, der wäre das Ziel. Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht kriegen wir noch Angebote rein. Wie gesagt, große Nachfrage, dass wir uns den leisten können. Wir können alles pflanzen, außer weiterhin Mais. Mais kann man nur pflanzen, das ist ein Kartoffeljäger, der kann nur Kartoffeln. Und dann gibt es noch separate Geräte, die können, das ist auch nur Kartoffeln. Der kann wieder alles außer Mais und Zuckerrüben und der kann nur Zuckerrüben und Mais. Dementsprechend, wenn man Zuckerrüben und Mais haben will, braucht man diese Geräte. Ich glaube, es gibt keins, was alles kann. Jetzt hätte ich fast auf Kaufen geklickt. Nö. Also eins, was alles kann, gebündelt. Man braucht im Prinzip, wenn man alles pflanzen will, drei Geräte. Zwei. 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 Drei. Für Kartoffeln. Stimmt. Drei. So. Rirarik, jetzt kommt ein Trick. Ich bin zu faul zum Fahren. Was macht man da? Ich habe es schon mal angesprochen. Das werde ich jetzt nochmal machen. Zack, Traktoren. Der da. Bitte teleportier ihn nach dorthin. Schon steht er auf dem Hof. Und wir switchen hinterher. Tada! Da steht er. So einfach geht das. Wir wollen den Grubber. Wir wollen den Grubber. Das passiert. Ich bin mir sicher, man konnte das Gewicht verstellen. Kann man nicht. Vielleicht nicht das. Ich kann es auch gut mit dem großen Trecker. Q. Muss. Braucht das Ding. Blablabla. Und mit diesen wunderschönen Bereitstellen auf schlechtester Weise des Kuppers für Uwe der Bob sage ich Tschüss, auf Wiedersehen für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Also bis dann, ciao.